Thank you.
Thank you.
Warnung: Dieses Intro-Video benutzt die Ausrede trashig für schlechte Videoqualität. Zum eigenen Schutz bedecken Sie Augen und Ohren bis zum Ende des Videos. Und wenn nicht, viel Spaß! Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter! Rapunzel? Verdammt nochmal! Rapunzel wohnt da drüben! Ah! Hallo, herzlich willkommen zum Feiertags-Backseat-Gaming-Mitmach-Stream mit Kurt Geigische V-Schnapszahl-Jubiläum 66. Oh, wir brauchen irgendein perverses Spiel für die 69. Natürlich mit dem nostalgischen Typen, wie eigentlich immer, wenn da Kurt Geigische TV steht. Was auch gut so ist. Außer die 90% mal nicht. Ja gut, dann steht aber nicht Kurt Geigische TV da. This makes sense. Ah, ja. Tag der deutschen Einheit. Für Lucky Luke. Was? Es ist Lucy Luke. Wie geht's euch im Chat? Könnt ihr mal ausschlafen, außer Jedediah? Ja. Beschreibung für Tag der deutschen Einheit. Ja, war's das jetzt wirklich wert? Hätte man jetzt bleiben lassen können. So, heim ins Reich. Erstmal so halb Hälfte der Viewer weg. Oh. Oder verdoppelt. Ja, die haben dann aber einen braunen Namensschriftzug, glaube ich. Ich glaube, ich sollte hier irgendwo eine schwarze Humorwarnung hinmachen, so standardmäßig. Eieiei. Hitler 1, gleiches Blut gehört in ein gemeinsames Reich. Ja, jetzt reicht's aber. Ich bin heute Tante geworden. Glühstrumpf. Was? Nö, ich habe mir vorlesen lassen von Seda Somunchu. Genau wie ich. Ich glaube, anders kommst du hier im Land auch nicht wirklich dran, außer in die die kommentierte Ausgabe, die viermal so dick ist oder so. Aber ich muss sagen, well, that escalated quickly. Ja. Well, that escalated quickly. Weil das escalated quickly. Glückwunsch. Ich weiß, es ist auf Farbe bezogen, aber trotzdem. Ja, ihr habt gewotet. Und zwar für Normality heute. Das Game ist 1996 erschienen. Ist von dem britischen Hersteller Gremlin Interactive und wurde gepublished von Interplay, die es 98, glaube ich, zerrissen haben. Und ja, ist wieder Click-and-Point-Adventure. Ihr seid herzlich dazu eingeladen, mitzurätseln. Aber, hey, Jedediah, kannst du schlafen? Aber bitte keine Komplettlösung benutzen, es sei denn, wir haben uns so verfranst, dass wir euch entsprechend dazu auffordern, sag ich mal. Das Interessante bei dem Game ist halt auch, es ist ein Click-and-Point-Adventure aus der Ego-Perspektive. Das hatte ich bis dato auch noch nicht gesehen.
Aber ich würde sagen, wir kurbeln mal an, sobald der Nostalgie-Typ mit Tippen fertig ist. Das hast du nicht gehört. Und das haben alle gehört. Gar nicht wahr! Tipp, 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 Du musst es nicht. tipp. Du musst es nicht so krass übereinstellen. Du bist übereingestellt, nicht ich. Jo, ihr seht schon, DOS-Box. Also es geht hier richtig ans Eingemachte. Warum kann ich eigentlich hier die Lautstärkeregelung nicht abkoppeln vom Slops? Ich glaube, das muss ich dir mal vorschlagen. Warum kann Ich das ich zum das nicht? Einschlafen habe. Wo ist mein Thumbnail? Warum kann ich das noch nicht hochladen? Ach man, na gut. Dann gucke ich gleich mal in einer halben Stunde noch mal wieder vorbei. Ja, DOSBox Capturen war auch erstmal übel. 600-seitige Anleitung dazu durchgelesen. Ey, ganz so schlimm ist es nicht. Du musst DOSBox läuft als Overlay und du musst dem halt beibringen, dass du OpenGL haben möchtest. Ich erfuhr von der dunklen Geschichte Neutropolis kurz nach meinem langen Urlaub in den blauen Zellen. Vieles passierte vor meiner Zeit, aber die Ereignisse sollten mich schon bald überrollen. Ich musste sehr bald erfahren, wie aus diesem freien Utopia die dreckige Hölle von heute wurde. Es war etwas mit den Einwohnern, etwas Unnatürliches und sehr Böses. Mein und ihr Leben würde sich für immer verändern, aber ich werde am Anfang beginnen. Ich hatte etwas Freizeit, Das hat also ja jetzt zog ich gerade um ein den bisschen Block an und Blade pfiff eine Runner besonders erinnert, schiefe mit den Melodie, die ich Flammen. selbst komponiert hatte. Plötzlich kam aus dem Smog. Wow! Hallo Jungs. Also voll der Judge Dredd-Verschnitt. Ich verbrachte 7 lausige Tage in einer spartanischen Zelle und das nur, weil ich zu glücklich war. Und jeden Tag pumpten die Gnomes Musik in meine Zelle. Und zwar von der Art, die nur als Fahrstuhlmusik bezeichnet werden kann. Sie nennen das Normalisierung. Puh. Aber am letzten Tag? Frustriert? Willst du Gleichgesinnte kennenlernen? Willst du etwas für die Stadt tun? Besorg dir einen Job und sieh dich mal bei Plüschhimmel um. Du findest eine Gruppe in einem der Müllcontainer. Ein Empathisierer? Das war mein erster Kontakt mit Leuten von derselben Wellenlänge. Das erste Mal seit knapp 40 Jahren sollte sich was ändern. Ja, und damit herzlich willkommen zu Normality! Der Protagonist träufelt ja auch nur geradezu vor 90er Jahre Atmosphäre, also. Ach Quatsch, wie kommst du denn da drauf? Ich. Keine Ahnung, also. Batik-Oberteil, kurze Armeehose, irgendwelche Stiefel an, abstehende Dreadlocks, Sneakers. Ziegenbärtchen. Nee, Sneakers hat er keine an. Mach schon, wenn der Fernseher nicht 24 Stunden läuft, werde ich dir Beine machen. Hey Yukio. Hey Telvi. Wollte eben nicht ins Intro reinquatschen. Ja, Lautstärke vom Spiel müssen wir mal gucken. Ach, das habe ich doch Wenn. mal vor.
vor x tausend Jahren mal gesehen auf Giga. So, ihr seht, es ist Ego-Perspektive. Laufen tut man, wenn man klickt, wohlbemerkt. Wenn man die Maus schiebt, wohlbemerkt. Deswegen sind die Laufbewegungen hier ein wenig seltsam. Brian Delutsch. Ah ne, Pfeiltasten gehen auch. WASD geht nicht. Okay, also Tastatur weiter rüberschieben. Jo. Dann schauen wir doch. Ach ja, wir haben auch ein sehr schönes Menü hier. Dann pflücken wir gleich so ein bisschen die Bude auseinander. Ja, wer soll der erstmal den... Ach, der Fernseher ist an. Normtext. Ja, jetzt sah aus, jetzt dürfte gleich der Anschiss kommen. Boah, ey, dieser Ventilator. Wolltest du nicht in so einer Wohnung wohnen? Das wäre voll geil. Wirklich mehr von einem Loki? Aber kannst du nie schlafen. Ein Lofi. Okay, ich hab's. Schöne billige Möbel, gemacht aus recycelten Fruchtschalen. Was? Ich sag's jetzt voraus, das ist das Prequel zu, zu Cube Escape. Nicht ganz so. Oder Schere. Schau auf den kahlen Fleck. Ich bin sicher, dass die Schere nicht so... Hey, bist du da drin? Hör dem Fernseher zu, oder du bekommst noch eine Woche in der blauen Zelle. Blödes Ding. Komm schon, wie sich der Norm da draußen beschwert. No Faker, grüß dich. Das Bett ist mega lang. Ja, Perspektive ist halt hier noch so eine Sache. Ich wünschte, ich könnte wie er sein. Er ist so Rock'n'Roll. Superklasse Boxen sind das. Hat diese Wohnung überhaupt eine Ausgangstür? Ja, ja, hier vorne. Wir sind ja hier reingekickt worden hier. So ein grünes Zeug aus dem Lüftungsschlitz da kommt. Ach. Ein bisschen FCKW. Und der Schimmel hier überall. Das ist kein Teppich. Oh. Die Wohnung kostet nur 1200 Euro im Monat. Das ist günstig. Wow. Kissen. Okay. Es ist wichtig, einigermaßen wohlhabend zu sein, wohin du auch gehst. Oh, cool. Ich denke, das wird in den nächsten Minuten hilfreicher sein. Oh, da ist wieder aus, scheiße. Blödes Ding. Blödes Ding. Wie sich der Norm da draußen beschwert. Müssen wir jetzt noch 10 Mal machen, dann tut er vielleicht gleich wieder. Hab es. Es ist fast leer. Es ist nur ein Tropfen gammliges Wasser unten auf dem Boden. Die Mikrowelle. Wer braucht eine Fernbedienung, wenn man Füße hat? Weiße Farbe? Okay, ich habe es. Okay, aber wenn es mich pickt, ist es vorbei damit. Was? Da steckt eine Ratte drin fest. Warum steckt... Oben. Oh, so freie Zone auf dem Kühlschrank. Mein FS hat auch mit Füßen funktioniert. Die Bude ist mal so eklig. Wie gesagt, das Grüne auf dem Boden ist kein Teppich. Dusch dich mal. Warte mal. Das klappt nicht. Ich glaube, ich weiß noch ganz grob, dass man die... Gott, die Maus ist so schnell. Ja, genau, so ging's. Aha. So bleibt der Fernseher an. Da muss ich nur zu helfen wissen. Ja, das könnte den
unerfahrene Norm draußen auf der Treppe vielleicht täuschen. Der tickende Vogel plus die sture Fernbedienung sorgen für Monotonie im Fernsehen. Yo, Dandy! Yo, Dandy! Zu laut! Ich werde Deluxe für meine Lautsprecher bezahlen lassen, wenn ich ihn jemals sehe. Obwohl das Lied super ist. Mein Auto hat keine Reifen, aber ich fahre immer weiter. Oh, was haben wir denn hier schönes? Ein Handzettel. Sehnen Sie sich nach einer Anstellung? Sind Sie unnatürlich schwer? Dann kommen Sie und arbeiten in unserer Testabteilung. Gute Bewegung, viel Sitzen, so viel Essen, wie Sie essen können und hören Sie, Sie werden dafür bezahlt. Gehen Sie direkt zu Herrn Brinkler. Denken Sie an das Plüschhimmel-Motto, wenn dein Hintern wund ist, kauf das Beste, kauf Plüschhimmel. sieht für mich wie Müll aus. Weil ich ein Gesundheitsrisiko bin, wurde ich von den Norms abgesondert. Ich verstehe jetzt zwar nicht, was es mit dem Heizer zu tun hat. Es funktioniert nicht. Alter, die Schere hat einen Abdruck im Boden hinterlassen. Die liegt wohl schon länger da. Die Leute unten sind ein bisschen ruhig im Moment. Es hört sich an, als würde die Operation komm durch den Freitag ruhig und nach den Regeln ablaufen. Sieht ja fast so aus wie bei mir zu Hause. Das ist nur eins der Heizungsrohre. Dieser ich Job war provided von... Ist das eine Tür an der Decke? Ich hatte was. Was soll ich damit? Es ist schwer, aber ich kann es schaffen. Gut herauszukommen. Boah, damals war das top-notche Animation, ey. Aber ich finde, es geht noch. Also ich finde, es gibt wesentlich Schlimmeres. Das ist schon doch schon guter Durchschnitt eigentlich, die Animation. Person. Er sieht nass und durchgefroren aus. Was macht er da draußen? Hallo, nimmst du mich ein Stück mit, alter Mann? Hey, spar dir das Alt. Mein Name ist Dave. Was bekomme ich denn dafür, wenn ich dich mitnehme? Was brauchst du, Dave? Ich habe allen möglichen Kram. Wie wär's mit einem Kissen? Es muss unangenehm sein, die ganze Zeit auf dem Metall zu sitzen. Da mach dir mal keine Sorgen. Das Einzige, was bei mir gewärmt werden muss, ist mein Herz und meine Hände. Wie wäre es mit einem warmen Getränk? Okay. Was für eine Geschmacksrichtung willst du denn? Kaffee. Milch. Schnell. Milchig schnell. Ich glaube, das ist auch ein Übersetzungsfehler, oder? Milky. Milky fast. Na, sie spulen einfach zurück. Ja, geil. Ist eigentlich voll der Cheap Trick, aber irgendwie ist es nice. Warte mal, wir haben noch eine Tasse. Mal hier die Mikrowelle, den Radiation Symbol. Ah, okay, ich glaube, ich habe gerade die Map entdeckt. Bin ich da nicht schon? Besserwisser. Ich will nur dieses Wasser einfüllen. Es geht einfach. Kommen Sie für das Uran im Wasser, bleiben Sie für die Ratten. Alter, habe ich da echt gerade Spülwasser reingemacht? Nun, ich habe nicht vermutet, dass das so viel schaden würde. Es gibt nicht genug Spülwasser in der Welt, um das Wasser wieder sauber zu machen. Es sieht wenigstens wie Milch aus. Nun, es sieht wie eine gute Tasse Kaffee aus. Aber ich weiß es besser. Aber ich weiß es besser. Es ist schwer, aber ich kann es schaffen. Okay, wir können Animationen überspringen, das ist schon mal nice. Ich glaube, der Alte wird vergiftet. Ach, Quatsch. Hier ist er, Day.
tut mir leid wegen der Verspätung. Hey, danke, Kleiner. Wir sind gleich da. Also, dieser Kaffee schmeckt aber ungewöhnlich. Ja, da ist eine spezielle Zutat drin, die mir meine Vormieter in meinem Apartment hinterlassen haben. Also, diese spezielle Zutat möchte ich gern mal sehen. Dale? Ja? Warum ist jeder Tag so grau? Die Luftqualität ist heute sehr schlecht. Es ist seit fast 30 Jahren. Hast du ihn jetzt unter Drogen gesetzt? Ich hab keine Ahnung. Ich hab die Sonne seit Jahren nicht Es macht Männer, Frauen, Katzen, Hunde und Pflanzen fröhlich. Früher schienen alle fröhlicher. Vor der großen Erschütterung. Die Sonne? Was ist das? Meine Mutter erwähnte sie mal, ehe sie mich rausschmiss, weil ich ständig ausflippte. Hast du denn nicht in moderner Geschichte aufgepasst? Die Sonne ist eine nukleare Explosion im Weltraum, die in Zeitlupe abläuft und unseren Planeten mit Wärme versorgt. Okay. Du sagst, die Sonne wärmt, aber ich sehe sie nirgends, du Träumer. Träumer? Wie kannst du es wagen? Sie erinnert ein bisschen an Georgie aus Stephen King's Wolken, die immer über der Stadt hängen. Ein bisschen fett und alt. Ich glaube, davon habe ich in moderner Geschichte gehört. Die Alternativversion. Aber da habe ich gerade aus dem Fenster gestarrt. Es passierte... Chat, passt das mit der Lautstärke von Game und von uns? Als Saul Nistalux in 1000 Stücke gesprengt wurde. Sein Bruder Paul trat sofort in seine Fußstapfen. Saul Nistalux. Armee aus Normsoldaten zum Einsatz. Seitdem hat sich alles geändert. Aber die Rußwolken sind schon so lange da, wie ich denken kann. Das ist eins der Geheimnisse des Lebens, so. Was? Paul Nistalux ist unser Anführer, nicht wahr? Junge, die Dinge ändern sich in dieser Stadt doch nicht täglich. Er ist seit Jahren unser Anführer. Exposition! Jeder, richtig? Scheint so. Niemand beschwert sich. Exposition Man, the movie. Na ja, gut, du musst halt am Anfang erstmal viel transportieren. Sagen wir mal so, ich war auch unterwegs machen von dem Abgang von Saul Nistalux. Also habe ich mich zum Freistaat erklärt. Warum warst du nicht begeistert? Geh in die Stadt und finde es heraus. Halt die Augen auf und wühle im Dreck. Vielleicht sehen wir uns bald wieder. Du scheinst in Ordnung zu sein. Wiedersehen, Day, du verrückter alter Kerl. Lieber verrückt als verschlafen. Ich sage au revoir. Toll, ich bin verrückt und verschlafen, scheiße. Du scheinst etwas Besonderes zu sein. Ah ja, der Loading Screen, da steht er da, wippt mit dem Fuß und guckt auf die Uhr. Den habe ich ja schon völlig vergessen. Das ist Days Fensterreinigungsaufzug. Er hat ihn eilig verlassen. Sonst noch was? Was ist der Aufzug? Wie viele Tauben er erschlagen hat. Oh. Ah. USVGA. High Resolution. Oh, unbedingt. Machen wir jetzt 4K-Version raus. 4K. Road closed. Due to Disturians. Würden wir mal Müll. Ich glaube nicht, dass das über Wochen gesammelt wurde. Ich kann Müll nicht gebrauchen. Davon ist genug in meinem... Wenn ein Norm sagt, bleib draußen... Disturbance. Ich bleibe auf dieser Seite der Mauer. Das ist eine schwere Sicherheitstür. Es geht nicht auf. Es ist von drinnen verschlossen. Es geht nicht auf. Es ist von drinnen verschlossen. Die Mülltonnen sich mitdrehen. Schön.
Sowas kennt man heute eigentlich auch echt nicht mehr. Diskothek. Ist das die Doom Engine? Ich habe keine Ahnung. Aber ich sag mal, hier die Buttons hören sich sehr danach an. Jetzt hören noch hier und da selbst bei PS4 Games. Naja, doch nicht so ganz. Es ist von drinnen fest verschlossen. Was gibt's bei PS4 Games? Die Doom Engine. Plasma Cinema, was? Honey, I Fell, Asleep, Boxing Bot, Normal Distraction, Anion Baird, Huge Weapons, was? Der Film heißt einfach nur Weapons. Genau wie alles andere in der Straße. Lol. Vor allem hier abgesperrter Spielplatz. Fun is prohibited, Alter. Diese führt in den Park. aber das ist ziemlich sinnfrei. Das ist als ob wirklich vor einem Krankenhaus schreiben, gesund werden ist verboten. Dann ist die Tür zugemauert. Tonne mit Rollen. Das geht nicht auf. Die ist auch verschlossen. Ich grab mich da nicht durch. Ich grab mich da nicht durch. Vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um auf die Karte zu sehen. Oh. Straße, Apartment, Plüschhimmel. Stuff only. Warum ist der Himmel so grün? Das ist wie in Batman The Animated Series. Das habe ich mir auch mal gefragt. Warum war da der Himmel rot? So viele Chemikalien kannst du gar nicht in die Luft schmeißen. Oi, you! Permission to park if you are more important than we are. Oi, oi, das ist ganz schön unfreundlich. Das trifft genau den Punkt, oder? Wenn ich ein Oi, ist so richtiger britischer Assi-Slang eigentlich. Was wir? All parking mad. Vor allem dieser Parkplatz hier ist irgendwie kürzer als das Bett von ihm im Apartment. Sieht für mich aus wie ein Benzinkanister. Aber da steht doch Gas drauf. Ich bin nicht dafür, aus dubiosen Behältern zu trinken. Zu trinken, was? Ah, frisches Wasser. Es ist so rein, man kann bis auf den Grund schauen. Oh nein, warte, das ist einfach nur eine Schlacke. Ich konnte es nicht schieben. Lass es eine dich Wand aus Schlacke. Mit gelber Farbe. Angenehme Farbe, aber in der Stadt gibt es nicht viel davon. Naja, der gute alte Fluss. Was? Das ist ein altes T-Shirt mit Ich bin. Aber wenn du jetzt so mal denkst, so hat diese Regierung ja eigentlich sehr viel für die Umwelt getan. Wenn du dir jetzt Satellitenfotos anschaust und das mit vergleichst von vor 20 Jahren, da ist ganz viel grün. Dann an der Stelle hier. Das muss man ja auch dann sagen, ne? Aber die würden dir die Tränen in die Augen. Ich wüsste einige Einsatzmöglichkeiten, aber die würden dir die Tränen in die Augen treiben. Ja, deine Füße reinhält, sind die weggeätzt. Weiß ich, das hier sieht aus wie eine Landmine. Rostiges Zahnrad. Nicht bevor ich es aufgehoben habe. Ah. Ach, stimmt, ich benutze es, ist, ja. Ich konnte es eine kurze Strecke schleppen, aber wahrscheinlich nicht weiter, als ich sehen kann. Okay.
Also ihr könnt, wie gesagt, gerne miträtseln, wenn ihr Idee... Was? Giftmüll? Will ich das aufmachen? Ja. Okay, wir brauchen noch irgendwas an Feuer oder sowas. Wahrscheinlich stecken wir das Ding an und es explodiert halt einfach stumpf. Bam! Ist da jemand abgeschert worden? André, grüß dich! Das ist Normality von 1996. Gibt's bei GOG? Da war ich gerade 4. Das ist so alt, da hatte ich noch gar keinen Bart. Du hast doch jetzt noch keinen Bart. Ach, sag das mal meinem Kumpel, der... Wenn der sich 6 Wochen am Stück nicht rasiert, dann hat er vielleicht mal einen kleinen Flaum unter der Nase. Das war's dann. Ja, ich hab ihm schon gesagt, er soll einfach mal die Östrogen-Tabletten weglassen. Dann klappt das auch besser. Aber hört er auf mich? Nein. Ich glaube, mit Östrogen-Tabletten bekommst du auch deinen Bartwuchs nicht weg, glaube ich. Na, wo ist es denn da, Normality? Ich wünsche, ich hätte keinen Bart. Ja, bei dir ist es aber auch ganz was anderes. 5,39 € kostet es auf GOG. Der Bart muss weggelasert werden. Okay. Ich öffne eine Tür und stehe vor einer Tür. Wie viel kostet so eine Laseroperation? Ich würde da auch liebend gerne, das würde mir sehr viel Stress ersparen eigentlich. Get the best! Alle 3 Tage machen. Get the best, get plush rest. Schönes Kunstwerk. Oh, mehr hast du dazu nicht zu sagen. Das ist ein langweiliger Stuhl, muss ein früher Prototyp sein. Desk of 69. Oh, wie RNG ist denn das, was er dazu sagt? Das würde cool in meiner Küche aussehen. Oh. Na, Süße. Hey, mein Name ist Harry Sontel. Ich habe die Anzeigen für Jobs in der Testabteilung gesehen. Oh, Harry Sontel. Können Sie bitte Mr. Brinkler sagen, dass Im Namen von Mr. Brinkler muss ich Ihre Bewerbung leider ablehnen. Danke für Ihr Interesse. Okay. Können Sie lesen? Mein T-Shirt gibt doch laut und deutlich die Natur meiner Statur bekannt. Mr. Sotel, Sie scheinen mich von den höchsten Zweigen der Vernunft schütteln zu wollen. Ihr T-Shirt hat überhaupt keine Aufschrift. Guten Tag. Das ist ein altes T-Shirt mit Ich bin fett auf der Vorderseite und ehrlich wirklich auf der Rückseite. Ich könnte sehr hilfreich sein, um diese dumme Frau beim Plüschhimmel reinzulegen. Ja, die Frage war gerade das Wie. Warte mal. Ich fühle mich im Moment nicht müde. Okay, ich hätte gedacht, ich stopfe das Kissen drunter. Hi, ich interessiere mich für das Möbeltesten. Könnten Sie einen Termin für mich machen? Man hat mir den Namen Mr. Brinkler genannt. Sie scheinen ein wenig schlank. Unsere Tester sind alle sehr stolz auf ihre Komponenten. Ich bin nicht sicher, ob sie geeignet sind. Können Sie lesen? Mein T-Shirt gibt doch laut und deutlich die Natur meiner Statur bekannt. Ah ja, das ist schön. Da steht es schwarz auf weiß. Mr. Brinkler, hier ist ein Bewerber für Sie. Bringen Sie ihn rein. Bitte gehen Sie in den Plüschhimmel-Gästebereich, Mr. Thornhill. Machen Sie es sich bequem. Mr. Brinkler wird sich die Alte, ey, sieht auch mal so aus wie jede Bibliothekarin ever. Ja. Electric. Für einen elektrifizierenden Abend vor dem Fernseher. Was? Das ist ein Scherz, richtig? Sie können keine elektrischen Stühle herstellen. Schönes Design. Ich wette, es ist auch komfortabel. Bizarr. Ich bin überzeugt, dass sie mich verfolgen, wie die Bilder in einem Horrorfilm. Alter, jetzt machen sie auch noch einen Gag drauf, dass das flache Sprites sind. Bizarr. Oh, wie schön. Hospitality.
kein Weg, es zu öffnen. Es gibt kein Weg, es okay. zu öffnen. Aber vor allem so gefühlt sind wir nur so hüfthoch. Welcome. Spotlight. Dass ich wirklich etwas Interessantes gefunden habe. Was für ein sagenhaftes Stück von Avantgarde-Skulptur. Wow. Es muss inaktiviert sein. Ich kann einen glühenden grünen Knopf direkt auf der Vorderseite sehen. Glühender grüner Knopf? Ah. Dieser grüne Knopf muss das Auge der Kreatur sein. Ich denke, die Skulptur muss eine Metapher für Eifersucht sein oder sowas. Schätze, ich drücke den grünen Knopf. Los geht's. Das ist eine Kaffeemaschine, oder? Ich hab noch nie so ein unglaubliches Werk gesehen. Das grüne Auge, die rasende Wut. Zusammen ergibt es eines der brillantest beobachteten und ausgeführten Dinge, die ich je gesehen habe. Sag ich doch. Tja, er hat die für 80 Öcken ersteigert in einem Laden und für 10.000 an ein Museum verkauft. Ist auch okay. Wow! Wie ich sehe, haben Sie es sich bereits in unserem Gästebereich gemütlich gemacht. Sie wissen, wie man sich durchsetzt, wie? Ich möchte der Erste sein, der Ihnen zu Ihrem neuen Job in der angesehenen Plüschimmel-Testabteilung gratuliert. Ich habe solch ausgeprägte destruktive Fähigkeiten nicht mehr gesehen, seit der alte Gordon Brecher Hodgson hier gearbeitet hat. Kratzt er sich als im Schritt? Sie werden sich hier sicher wohl. Yep. Folgen Sie mir und ich. Andrea auch, oh, hätte ich gerade in Eier gekratzt. Gut, jetzt sind wir in meinem Büro, Mr. Sontel. Was kann ich für Sie tun? Nun, Mr. Brinkler, Sir, ich bin froh. Bitte, nennen Sie mich Tiddler. Das tut hier jeder. Tiddler! Große Familienatmosphäre, die Sie noch kennenlernen werden. Sagen Sie, warum haben Sie sich für diesen Job beworben? Was können Sie für uns tun? Ja, Claude, hab ich auch gerade gesehen. Touch the Sentai. Das ist bestimmt sein erster Stuhl, den er durch sein Gewicht zerbrochen hat. Warum nennt man Sie Tiddler? Fehlt Ihnen was? Das hat wohl etwas mit den Augen zu tun. Weißt du, Junge, ich habe es selber nie verstanden. Ich benutze Möbel gerne täglich. Ich habe mich schon immer für ihre Herstellung und ihre Komponenten interessiert. Nun, wir in der Testabteilung interessieren uns mehr für ihre Zerlegung, verstehst du? Um die Komponenten brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Warum braucht man sich um die Komponenten keine Sorgen zu machen, Mr. Brink, Tiddler? Wir haben die sogenannten Müllingenieure, die auf Paul Nüsterlux Kosten arbeiten. Sie sorgen dafür, dass hier immer alles lupenrein ist. Sie scheinen es nicht zu mögen, wenn sich jemand um die kaputten Möbel kümmert. Was genau sind die Müllingenieure? Das sind die Jungs, die dafür sorgen, dass der Kram, den wir ramponieren, nicht herumliegt. Sie gehören zu den Normsoldaten. Warum? Ich weiß nicht. Vielleicht wegen der Versicherung. Splitter und so können tödlich sein. Führer Paul gibt die Befehle. Wir folgen nur. Vor allem überleg mal, es ist wieder ein Spiel aus England, was in England spielt, und die haben schon wieder ein totalitäres System. Ja, das ist irgendwie habe ich so in Briten, oder? Ja, ich habe gerade irgendwie so voll die We Happy Few Vibes. Ah, We Happy Few wollte ich mir den DLC noch gönnen, den will ich auch noch streamen. Ach, das ist schön, das ist über den, über eines der Bandmitglieder von der Musik, die du die ganze Zeit hörst und spielst. Wenn du Fisch willst, musst du rüber ins MINT Einkaufszentrum. Die haben da im Moment ausverkauft. Führer Paul. Warum sollte Paul, der ruhmreiche Herrscher, sich für eine Möbelfabrik interessieren? Und besonders für den Müll? Ich weiß nicht, ich habe nie darüber nachgedacht. Alles, was ich weiß, ist, dass er sich seit dem Tag, an dem sein Bruder starb, für Möbel interessiert. Seitdem hat er die Firma übernommen. Danke für alles. Sieh dich nur um, Junge.
Es ist ein bisschen ruhig, aber sonst ist alles in bester Ordnung. Oh, und mach nichts kaputt. Wir haben da im Moment etwas Probleme. So, ich muss jetzt zu einer Besprechung. Schwupp. Nee, aber Großbritannien als dystopisches Höllenloch, das hast du ganz, ganz oft. Das ist sogar eigentlich schon sogar so ein richtiges Trope, weil du hast 1984 spielt auch in England und du hast von Pink Floyd, da hast du das ja auch, das Album, was ja auch dystopisch angeleitet ist, was in England spielt. Das ist... Das gibt's ganz häufig. Und ich komme durch den Schutt nicht rein. Mal ganz davon abgesehen, dass Britannien wirklich mehr und mehr zu einem dystopischen Höllenloch wird, aber... Wow, ich wette, er ist stolz, dass es im Mastschwein Aktuell Magazin ein Artikel... Wir sind gespannt auf den No-Deal-Brexit. Ich habe mein Popcorn schon bereitstehen. Und auch die Fernleser. Ich glaube nicht, dass die Nadel auch nur ein Gramm unter mein Gewicht abweichen würde. You are fat. Our Paul. Das muss Paul Nüsterlux sein. Sonderbar aussehender Kerl, oder? Wenn einen der kleine Hunger überkommt, Paul is watching you. Einschlagen. Ja, geil. Wir haben einen Burger in so einem Notfallkasten. Nicht zu unterbrechen. Es ist mit dem Alarm verbunden. Das ist so, was passiert, wenn Homer Simpson eine Firma designen darf. Was Area 2 B keep tidy? Alter, warum sind hier Kratzspuren? Close to repairs, okay. Alles nur aufgemalt. Die sehen irgendwie panisch aus oder so. Ich nehme an, kaputte Möbel kommen da hinein. Oh, verschwinde! Ich glaube, das klappt nicht. Aufruhrkontrollgerät. Zielen Sie auf das Zentrum der Nicht-Angepassten. Stellen Sie sicher, dass Hebel A sich nicht mit dem Baumelwinkel des potenziellen Bogens von Stab C kreuzt. Drücken Sie alle blau markierten Knöpfe. Richtig. Ich brauche nur die drei Knöpfe am Boden zu drücken, während ich die zwei gelben Hebel nach oben schiebe. Es ist ein Feuerlöscher, denke ich. Da steht nur für Normpolizisten auf der Seite drauf. Merkwürdig. Hier fahren die Kreissägen durch. Hey, verschwinde von hier, fetter Junge. Niemand außer Abfahringenieuren darf das benutzen. Ich verschwinde hier, fetter Junge. Dieses Ding ist sehr schwer. Ich kann es wahrscheinlich heben. Oder halb voll, wenn man so will. Sieht aus wie eine Ansicht auf die Container draußen. Wahrscheinlich, um sicherzustellen... Was ist jetzt gerade überhaupt unser Ziel? Ich hab nicht aufgepasst. Ich hab keine Ahnung. Kommen wir gerade der bösartigen Verschwörung der Kläranlagenindustrie auf die Schliche. Ich sage, das ist eigentlich ziemlich normal in Click-and-Point-Adventuren, dass du sehr nicht geführt unterwegs wirst. Testing times? Indeed, keine Ahnung. Es geht nicht auf. Cludo fragt, das Spiel hat das Spiel überhaupt schon ein Ziel? Nein, danke. Ich bin vorsichtig mit diesem Ding. Ich fühle mich merkwürdig, wenn sie so... Momentan laufen wir eigentlich nur rum. Ich erwarte, und stellen fest, jupp, Dystopia ist dystopisch. Akten. Es geht nicht auf.
Es war keine Absicht, hier hereinzukommen. Ich glaube, angestellt zu werden. Ja, angestellt sind wir ja schon, weil wir sind ja fett. Befreie Norm Snacks. Wow. Lass mich zu ihm. Wer ist Norm Snacks? Klebt an der Wand. Was für eine Verschwendung eines großartigen Angebots. Another day in paradise. Ist das Smog-Himmel. Er ist pisst und es ist grau in grau. Ich würde das nicht als Paradies beschreiben. Wenn ich darüber nachdenke, weiß ich eh nicht, was das Paradies ist. Was für ein seltsames Ding. Es gibt sonderbare Geräusche von sich, die dafür sorgen, dass ich mich merkwürdig fühle. Ich rede wohl nur mit mir selbst. Ich weiß nicht, was es macht. Wie soll ich es also benutzen? Nein, danke. Ich bin vorsichtig mit diesen Dingen. Ich fühle mich so aus, als hätte ein Tester oder ein anderer ein Möbelstück kaputt gemacht. Bravo, bravo! Boah, ja, unser Proband hier, der fährt sich wie ein LKW. Jetzt muss ich doch gerade an die eine Test-Laboratorien-Dingens denken in Fallout 4. Konntest du doch auch überall in den Schaltzentralen alles umstellen und irgendwie Räume unter Strom setzen oder sowas. Lard for life. Für ein großartiges Inserat für Schweineschmalz. So ein derartig cooles Essen. Viel besser und fetter als es bewegt sich nicht. Es bewegt sich nicht. Was? Navy? Surplus? Supplies könnte ich ja verstehen, aber Surplus? Oh, hi. Wie geht's? Oh, nicht sehr gut. Wir streiken, daher die relative Ruhe hier. Niemand wird etwas kaputt machen. Besonders nicht die Streikposten, die wir nach dem Treffen aufstellen, das im Moment im Gange ist. Warum streikt ihr? Sie wollen uns durch Maschinen ersetzen. Scheinbar wollen sie etwas verbergen. Hat wohl mit dem Ding zu tun, das einer von uns in einem Stuhl gefunden hat. Wieso wollen sie dann neue Tester, wenn sie sowieso alle gegen Droiden austauschen wollen? Die Anzeigen kamen ehe das hier passierte. Wir sind im Moment etwas unterbesetzt. Was für ein Ding denn? Ein Zeitmesser oder so. Sammelt Informationen darüber, wie lange jemand auf einem Sofa sitzt. Sie halten es für empfindlich, also ersetzen sie uns gegen die präziseren Droiden. Es gibt also keinen Müll? Keiner macht etwas kaputt? Nein, der einzige Müll steht im Hitlers Büro. Er ist richtig stolz darauf. Ich muss weiter. Positiv denken. Es wird vermutlich nie passieren. Ich glaube, es ist schon. Was? Oh, fuck. Was? Nun habe ich alles gesehen. Ein armer Kerl kann es vielleicht gebrauchen. Nun habe ich alles gesehen. Mir wurde zweimal gedankt. Voll mit stinkender Kleidung, kein Zweifel. Wünschte, du wärest hier. Es ist Mr. Greedy, das Maskottchen der Testabteilung. Das ist ekelhaft. Merkwürdig. Diese Postkarte ist verkehrt herum. Ich frage mich, ob sie wertvoll ist. Raritätswert und all das. Okay, wir brauchen irgendwas, um voraussichtlich die Scheibe aufzuboxen. Einige der Typen sind für 7 Mahlzeiten am Tag eingeteilt. Könntest du sein, Dustin? Hey! Der ist wesentlich hübscher als ich. Ist das aber ein Lüftungsschacht? Hab es! Seltsames kleines Ding. Okay. Stromempfänger? Die haben WLAN-Strom? Die haben WLAN-Strom! Warum lässt du mich nicht vorbei? Warum kann ich nicht rein?
Mr. Brinkler sagte, ich könnte mich umsehen. Abzeichen? Abzeichen? Mann, das ist schwer. Ich kann es gerade schaffen. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind nun stolzer Besitzer des einzigartigen Schlummer-Sanft-Systems. Kein Hin- und Herwerfen mehr im Schlaf, kein Kopfkissen aufschütteln mehr, ein einfaches Programm, das die Menge an Schlaf bestimmt, den Sie benötigen. Schalten Sie es ein und lassen Sie das Bett den Rest erledigen. Sie werden schlafen wie ein Klotz und frisch und bereit für den großartigen Tag aufwachen, der vor Ihnen liegt. Wie ein Klotz. Nur noch besseres Schlafen ist wie ein Cluedo. Allerdings fällt man ab 22 Uhr in ein Koma. Es summt leise. Das weist darauf hin, dass es Strom verbraucht. Ein Klotz von Blammo. So wie es ist, klappt es nicht. Es muss irgendwo angeschlossen werden. Streik jetzt. Was heißt hier? Hey! Wenn ich eine Stromquelle habe, wird das Bett arbeiten. Wenn ich das mit dem verdrahte, ja, ich glaube, ich habe die Fähigkeit, Strom zu erzeugen. Ich lasse es hier als potenzielle Energiequelle für das Bett. Oh oh. Wenn ich da liegen würde, würde ich nie wieder aufstehen. Nun. Es summt. Ich glaube, ich habe es in Betrieb. Wer auch immer auf diesem Baby sitzt, besucht das Land von Z. Achtung. Liegen gelassene Gegenstände werden umgehend entsorgt. Das Lustige ist, im Streambild ist das Ganze nochmal nachgeschärft. Bei mir ist es relativ unscharf. Was? Plush, Rest and Sons. Established ages ago. Ich dachte, hier heißt es nicht mehr rumwälzen. Der wälzt sich aber ganz schön im Bett. Ich rede wohl nur mit mir selbst. Es ist schon in Gebrauch. Bleiben Sie im Bett. Der Test läuft. Marathondauer. Was ist da drin? Darf ich mal sehen? Ich werde auch nichts verraten. Es bleibt unser Geheimnis. Bitte. Abzeichen? Abzeichen? Es ist verschlossen. Da ging es auch nicht weiter. Hier keine Benutzungsmöglichkeit dafür. Boah, was ist das für eine fucking Harpune, ey? Ah, das könnte eine meiner größten Erfindungen werden, wenn ich nur ein Hai hätte, um sie zu testen. Ah, warte mal, mit der Harpune können wir vielleicht das Glas zerschlagen. Komponente X? Es sieht so aus, als würden sie das in alle Möbel einbauen. Aber was ist das? Was ist das für ein Ding? Es ist so aerodynamisch wie ein Schuppen voll mit russischen Flugzeugen. Was ist das für ein Ding? Es ist so aerodynamisch wie ein Schuppen voll mit russischen Flugzeugteilen. Ich glaube, wir müssen erst irgendwo anders hin, bevor es auch nur ansatzweise weitergeht. Please do not pee on the seat. Auf dem Sitz ist es wohl nicht. Oh, Alter, es ist so widerwärtig. Wo ging's denn hier raus? Ich hatte doch eben die Tür gefunden, wo es hier rausgeht. Ach, die war hinten beim Zerkleinerer, glaube ich, oder? Nee, da ging's hoch. Hä? Oder war das hier?
Ah, doch, hier. Da, da, ah. Ich kann sie nicht richtig von hier unten sehen, aber sie sieht sehr nervös aus. Eine schnelle Bewegung von mir und sie wird wahrscheinlich kilometerweit laufen. Ah ja. Apartmentstraße. Man kann ihre Beine sehen. Great Day News. Gremlin found in North of England. Everything normal shocker. Da ist die Zeitung The Norm. Wo war das verdammte Apartment? Vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um auf die Karte zu sehen. Streck, Streck, Streck. Was ist das denn? Prong. Sieht wie ein gefährliches Stück Elektronik aus. Dieser Ort ist voll mit Dingen. Du kannst nicht mal in den kleinsten Raum dieser Stadt gehen, ohne von einer Kamera beobachtet zu werden. Ein großartiges Kunstwerk. Das heitert den Platz wirklich auf. Diese klebrigen, dreckigen Knöpfe haben einmal den Aufzug gerufen. Nicht viele machen hier weiter. Es ist Batman. Sieht so aus, als würde auch den Norms langweilig werden, wenn sie zu lange auf einer Stelle stehen. Sie haben einen Roboter geschickt, um nach mir zu sehen. Ich bin richtig geschmeichelt. Ich denke, es wird wahrscheinlich bevorzugen, sich selbst zu benutzen. Ich weiß nicht, wie ich es benutzen kann. Es scheint von dieser Seite nicht verschlossen zu sein. Praktisch. LOL, die Zimmertür ist von außen, von außen nicht abgeschlossen, aber von innen. Es scheint von dieser Seite nicht verschlossen zu sein. Praktisch. Es ist gut, wieder zu Hause zu sein. Ich bin nicht müde im Moment und ich bin nicht bereit. Und wer? Bleib realistisch. Nein, danke. Es ist überraschend schwer. Eine der Schubladen ist offen. Es schützt vor Abnutzung des, Mechanismus. Eine der Schubladen ist offen. Es schützt vor Abnutzung des, Mechanismus. Kleine Box. Das muss berücksichtigt werden. Schwupp. Oh, da kommt immer noch ein furchtbarer Gestank aus dem Loch im Bad. Warte mal, ich weiß zwar nicht mehr wofür, aber... Ich verwahre es für etwas wirklich Sinnvolles. Ich meine, die Ratte in der Waschmaschine konnte man in der Kiste mitnehmen. Das geht nicht auf. Ich kann die Tür nur öffnen, indem ich sie aufbreche. Keine Chance. Sie füllen Beton in diese Dinger, um sie an der Bewegung zu hindern. Ja, das ist schwer genug. Ah, jetzt ist offen. Ich weiß zwar nicht mal, wofür man sie braucht, aber ja. Aber ich kann es schaffen. Über diesen Weg kommen wir nicht raus. Der Fensterputzeraufzug ist auf Straßenniveau. Das ist die Tür von meinem Nachbarn, diesem Neandertaler. Ich störe ihn besser nicht. Wenn ich die Tür auch nur berühre. Wird der Pony die Waschmaschine killen? Könnte Borderlands sein? Nee, so langweilig ist das Spiel hier nicht wie Boring Lands. Oh.
Alter, was zur Hölle? Mehr Müll. Hohem. Das geht nicht auf. Ja, ist halt Geschmackssache, Yukio. Ich fand's halt einfach nur langweilig. Die fand ich eher flach und unpassend, die Witze. Ich will nicht verschwinden und verloren gehen. Okay, also scheint, als hätten wir hier noch irgendwas zu erledigen. Oder wir haben irgendwas noch nicht gefunden. Verschlossen. Juhu! Upload ist beendet. Würdest du dich mal auf das Spiel konzentrieren? Hallo, ich kann doch wohl nur mal eben kurz erwähnen, was jetzt gerade oben links im anderen Tab passiert ist. Puh. Das hat nicht das geringste an meiner Konzentration von dem Spiel geschaut. Ja, 0 mal 0 ist immer noch 0. Ja. Die Medaille von Hitler für den Sieg beim Neutropolis-S-Wettbewerb. Wow. Es ist hat die ganze Zeit diese Puppe zu bedeuten. Es zeigt ihn als Mitglied der Testervereinigung. Welche Puppe? Die du da immer wieder hast, die... Ich schätze bei all diesen blinkenden Lichtern... Das ist das Interface, du Nase! Ja. Fasse es an und sterbe. Ah. Das geht nicht auf. Wollen Sie Leute treffen, die Ihre Interessen teilen? Dann sitzen Sie nicht gelangweilt zu Hause rum. Kommen Sie herunter zum dritten Container in der Schmutzgasse hinter der Plüschhimmel-Möbelfabrik. Andrijavujovic treibt hat er recht. Finde ich auch. Endlich hat es mal einer getraut, sich zu sagen. Wer macht eine Tür hinter eine Tür, verdammt nochmal? Das ist der dritte Container. Jetzt erstmal zum Dustbin, sagt Cluedo. Ich rieche Brand. Ich rieche Brand. Das Kids Clear Off. Es sieht aus wie ein Transportcontainer. Das geht nicht auf. Sie sind sicherlich zugerostet. Das geht nicht auf. Sie sind sicherlich zugerostet. Wollen Sie Leute treffen, die Ihre Interessen teilen? Dann sitzen Sie nicht gelangweilt zu Hause rum. Kommen Sie herunter zum dritten Container in der Schmutzgasse hinter der Plüsch... Wo ist denn das? Ist das hier die Schmutzgasse? Überall ist die Schmutzgasse. Bin ich da nicht schon? Ich glaube, ich gehe besser hinein. Mach die fucking Tür auf. Ja, geht doch. Aber wir haben ein Zahnrad. Ja. Ah, warte mal, ich habe eine Idee. Ich aber eine Idee.
Wir haben doch hier hinten dieses Bett repariert. Und die Norms, die, die sollen ja jeden Müll einsammeln. Ich sehe hier keine Benutzungsmöglichkeit dafür. Korrekt. Ich fühle mich im Moment nicht müde. Ich sehe hier keine Benutzungsmöglichkeit dafür. Ah, ich dachte, wir können irgendwas auf das Bett legen, was dann der Norm holen will, weil es eingeschaltet ist, pennt er dann ein. Was ist das für ein Ding? Es ist so aerodynamisch wie ein Schuppen voll mit russischen Flugzeugteilen. Ich sehe hier keine Benutzungsmöglichkeit dafür. Können wir den nicht einfach davon überzeugen, da wegzugehen? Der sagt nur Ausmalt. Warte mal, vielleicht müssen wir da den Stuhl holen hier von aus dem Behälter. Können wir hier oben den vielleicht irgendwie. Den Typen, der da schon auf dem Bett schläft, zu beklauen, hast du auch schon versucht? Passiert nix. Kann ich irgendwo den Alarm ausschalten oder so? Viele Schalter und Hebel zum. Ich kann nicht rausfinden, was er macht. Eine Idee? Sonst noch was? Das geht nicht auf. Es geht nicht auf. Es war keine Absicht, hier hereinzukommen. Das scheinen die Pläne für die kleinen Dinger zu sein, die auf dem Schreibtisch liegen. Was können sie? Ich mache es besser nicht. Sie sehen sehr wichtig aus. Chat! Helft uns! Wenn das Teil schon nicht mitarbeitet oder hä macht. Ich habe Vorschläge gemacht. Drei Stück, das muss doch erstmal wieder reichen. Verzeihung, Mr. Müllingenieur, Sir. Was? Puh, diese Zerkleinerer sind ja riesig. Warum wird alles zerkleinert? In dieser Fabrik wird geheime Technologie hergestellt. Wir wollen nicht, dass die anderen in die Hände anziehen wie so ein Roboter und sagen, ich bin die Ablösung. Also zerkleinern sie alle? Ratte auf Laufband, sagt Cluedo. Nope. Wie hypothetisch gefragt, würde ich in die Müllcontainer reinkommen? Nun, hypothetisch? Ich könnte dich durch den Zerkleinerer schicken, was nicht geht, weil es verboten ist. Aber das ist der einzige Weg, durch die Klingen und das Förderband hoch. In Stückchen, versteht sich. Geheime Rattentechnologie. Okay, also wir müssen definitiv hier irgendwie den Zerkleinerer abschalten und dann über das Förderband. Stücken? Kann man diese Maschine nicht abschalten? Das geht schon, aber nicht solange ich hier bin. Wann verlassen Sie Ihren Posten? Ich gehe nur, um den Müll einzusammeln, damit das Geheimnis der Ausrüstung nicht in die falschen Hände gerät. Sie gehen also, wenn hier irgendwo Möbel kaputt gehen? Du kapierst schnell. Du kannst es noch weit bringen, wenn du nicht ständig von der Ausrüstung redest. Ich werde gehen und weiter Möbel testen. Mach das mal! Ja, mach das mal! Okay, irgendwie Möbel zerkleinern. Ne, wir haben ja vorne in, hier ist doch der kaputte. Frage ist nur, wie kriegen wir das Ding hier kaputt? Ich sehe hier keine Benutzungsmöglichkeit dafür. Was ist das für ein Ding? Es ist so aerodynamisch wie ein Schuppen voll mit russischen Ich fühle mich im Moment nicht müde. Ganz stumpf, eigentlich ein Hammer, aber. Ich sehe hier keine Benutzungsmöglichkeit dafür. Schere plus Kissen? Warum sollte ich das machen wollen? Ich fühle mich im Moment nicht müde. Nope. Wir probieren jetzt mal das Zahnrad da drauf zu legen, aber ich glaube es nicht. Ich sehe hier keine Benutzungsmöglichkeit dafür. Was?
Was, wenn wir die Sekretärin da fragen, wie man den Glaskasten da aufbekommt? Ich habe ja alle Optionen durch bei denen. Er ist ein großer Kerl. Er sieht wegen irgendetwas ein bisschen aus. Ich spreche nicht mit Feiglingen. Irgendwas irgendwo übersehen, wüsste ich jetzt auch nicht. Das ist Days Fensterreinigungsaufzug. Day ist irgendwo hingegangen. Ich komme nicht hinein. Sonst noch was? Das ist Days Fensterreinigungsaufzug. Day ist irgendwo hingegangen. Ich meine, er sagte irgendwas auch, dass das Ding am Alarm angeschlossen wäre oder sowas. Ganz stumpf einfach Müll sammeln. Sagt er, will er nicht. Puh, müssen wir so gründlich schauen? Das schneit doch mit der... Irgendwo Schere ein Kabel. Durch. Aber es muss das Grüne sein, sonst explodiert alles. Irgendwo ein Kabel. Es ist verschlossen. Ach ja, ich mich auch. Statuen, ey. Das Ding dreht sich mit. Schätze bei all diesen blinkenden Lichtern, dass, wie ich dachte, der Kasten mit dem Alarm verbunden ist. Fasse es an und sterbe. Nett. Oh, guck mal, da oben ist ein Lüftungsschacht. Vielleicht kommen wir da von oben dran. Tatsächlich klingt das wie eine Idee. Nur wo ist der Eingang dafür? Selbstschließende Tür geht zu. So, so brav. Ich kann es nicht erreichen. Nach oben geht's hier. Ach, ich bleib ständig in den Türen hängen. Wäre aber weiter da hinten, ha. Ha! Ha! Von hier? Ha. Na klar. Ha! Diese kleinen steifen Händchen.
Ein Gürtel? Könnte in einer obskuren Situation hilfreich sein. Jetzt musst du aufpassen, dass du nicht irgendwie in einem Schredder unten rauskommst oder so. Also, soweit mir bewusst ist, kann man in dem Game hier nicht sterben. Okay, das ist einfach nur ein Gitter. Hühnerdraht. Dieser Draht blockiert den Weg. Ha! Alter, das Ding ist platt wie eine Zeitung. No strain, no gain. Oh. Widerlich. Wie platt der Stuhl ist. Okay. Was? Tja, hättest du vorhin aufgebaut. Ah, Kontrollbox. Ja, diese Tür. Ja, nee, er will ja den Müll einsammeln, aber stellt sich aufs Bett und schläft sofort ein. Ah ja, hättest du aufgepasst. Wollen Sie Leute treffen, die Ihre Interessen teilen? Dann sitzen Sie nicht gelangweilt zu Hause rum. Kommen Sie herunter. Foam, Wood und. Alloys. Hat ja doch noch geklappt. Wer bist du? Stehen bleiben, Norm Spion. Hier sind 50 entschlossene Rebellen, die ihre Waffen auf dich gerichtet haben. Wie findest du es hier, du seelenlose Kreatur? Ich bin kein Norm. Ehrlich. Beweis es, du Langweiler. Ich war in den blauen Zellen. Gefangener der Norm. Ich schätze, du hast dort gearbeitet. Leute gefoltert, die einen eigenen Willen hatten. Du bist Abschaum. Lüg mich nicht an. Ein falsches Wort und meine Leute lüften deinen Kopf. Ich hasse Norms. Sie haben mich eingesperrt und das nur, weil ich ein Lied gepfiffen habe. Es war von Brian DeLutch. Brian wird gesucht. Was willst du von ihm und wie hast du diesen Ort gefunden? Ich habe mehrfach von diesem Ort gehört. Er scheint meine Bestimmung zu sein. Wer hat dir von hier erzählt? Ich will Namen. Beweise, rede oder du kannst dich begraben lassen. Ich habe einen verrückten Fensterputzer getroffen. Er sagte, dass Möbeltesten weiterbringen kann. Er sagte, dass in der Fabrik vermutlich eine Menge netter Leute wären, wenn ich die richtigen finden würde. Du kennst Dave? Er ist ein Gründungsmitglied unserer Gruppe. Wenn er dich mochte, sollte ich das vermutlich auch. Ich war im Hochsicherheitstrakt der blauen Zellen. Die normalen sind voll. Im Moment scheint Hochsaison für abweichendes Verhalten zu sein. Ich habe von den blauen Zellen gehört. Es gibt viele verschiedene Meinungen darüber. Über sie und das, was Paul dort unter Verschluss hält. Manche sagen, er versteckt dort ein großes Geheimnis. Was immer dort ist, die Leute scheinen recht nett zu sein. Ich habe keine gesehen, aber einer gab mir einen Zettel, auf dem stand, dass ich herkommen soll. Lass mich sehen. Vielleicht ist es doch wahr. Was? Was ist wahr? Ich werde es dir sagen, wenn du dich würdig erweist. Du musst zwei subversive Aktionen durchführen, die meiner Forschung dienen, die ultimativ zur Revolution führen werden. Ich bin dabei. Sag mir, was ich tun soll und ich mache alles, um meinen Hass auf Paul und seine Normarmee zu zeigen. Besonders etwas, subperverses, sagtest du? Subversiv, du Trottel! Erstens will ich, dass du ein Video von Brian DeLutch auf einem nationalen Sender spielst. Hier ist das Video. Zweitens will ich, dass du die kubische Skulptur am MINT-Einkaufszentrum in lieblichem Gelb anmalst. Kannst du mir das aufschreiben? Und wenn ich fertig bin, sagst du mir, was dieser Zettel bedeutet? Okay. Du warst die ganze Zeit allein. Du Schummel!
Ja, man kann nicht vorsichtig genug sein, wenn man auf der falschen Seite des Gesetzes steht. Aber jetzt vertraue ich dir. Mach doch mal die Arbeit. Was soll ich tun? Bekomme ich keine spezielle Waffe oder so? Oder wenigstens ein magisches Schwert? Du bist auf dich gestellt. Wie war dein Name? Kent. Tut mir leid, Kent. Keine Waffen. Wir sind eine pazifistische Gruppe. Du musst jetzt allein weitermachen. Sie sieht ein bisschen aus wie Wonder Woman. Wir haben einen Sympathisanten im Einkaufszentrum. Wenn du Hilfe brauchst, sag einfach, wenn ich das Alphabet ändern könnte, würde ich U und I zusammentun. U und I zusammentun? Puh. Wupp. Ja, Anne, ich glaube, das war auch die Müllgasse. Ah, ich nehme die Dry. ja, also ich denke mal, das war jetzt da, wo wir hin sollten. Ah, Sender Mint Einkaufszentrum. Was? Das Ding sieht böse aus. Was kriegt ihr denn da? Ich rede wohl nur mit mir selbst. Da gehe ich nicht näher dran. Oh oh, keine Chance. Hallo. Hallo, junger Mann. Kann ich Sie für die besten Streichhölzer der Welt interessieren? Ich bin im Moment etwas knapp bei Kasse. Das ist schon okay. Ich will kein Bargeld. Ich handle nur mit Sammlerstücken. Ach ja? Briefmarken? Briefbeschwerer? Münzen? Nein, keine Münzen. Du scheinst recht clever zu sein. Such mir doch einen Roman, in den ich mich vertiefen kann. Netter Hund. Ist der reinrassig? Aber sicher. Er besteht nur aus Hund. Sein Name ist Tauber. Tauber? Ja, Tauberhund. Er bellt nur, wenn er andere Hunde hört, aber dann lauter als jeder andere. Wegen der Trompete, die ich ihm unter dem Bauch gehangen habe, ist ohrenbetäubend und garantiert abschreckend. Ach ja? So laut? Das will ich hören. Gerne. Aber leider sind keine Hunde in der Nähe. Er braucht andere Hunde, um in Fahrt zu kommen. Kommt er dann auf 180? Noch schneller. Dieser Hund hat mich öfter in Schwierigkeiten gebracht, als ich vergessen kann. Er hört Gebell und Kabumm. Er verwandelt sich in eine reißende Bestie. Er hat mal einen Stock einfach durchgebissen. Bücher willst du? Wie soll ich sagen? Du bist blind wie ein Maulwurf. Der erste Eindruck ist nicht immer der richtige, mein Freund. Manchmal ist sogar genau das Gegenteil der Fall. Willst du behaupten, du kannst sehen? Du bist ja ein richtiges Genie. Ich kann sehen, ja, aber Farben unterscheiden? Nein. Rot? Ha! Blau? Ha! Was soll das sein? Ich sehe die Welt in altmodischem Schwarz und Weiß. Was für ein Roman willst du? Vorsagen gilt nicht. Rosa, dicht und sag doch das Bam, was für ein Bam. Was mit Brokat und Krinolin drin. Shakespeare vielleicht? Noch nie gehört. So, ist das einer von diesen New Wave Autoren? New Wave Autoren? Die ich schreiben kann? Nicht ganz. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, junger Mann. Was für ein erbärmliches Ding. Okay, aber hier auf die Grünfläche können wir schon mal nicht. Hier scheint sehr wenig zu leben. Wenn ich hier warte, kommt sicher bald ein Bus. Hoffe ich. Ist ja nicht die Bahn. Willy die Schnecke sagt willkommen. Verzeihung, Mr. Norm, Sir. Geh weg, Bürger. Ich darf nicht mit der Bevölkerung fraternisieren. Ich bin hier, um alle zu schützen. Was? Sie ganz allein? Überschätze nicht die Fähigkeiten eines Norm. Natürlich nicht. Okay. Oi, weg da, Bürger. Unser glorreicher Herrscher hat diese wundervolle Skulptur nicht als Klettergerüst entworfen. Ich werde nicht zusehen, wie du sie mit deinem billigen Schuhwerk verschmutzt. Ich wollte nur näher ran, um eins zu sein mit diesem, wundervollen Stück. Geh weg da. Hier, nimm das. Cheers. Warum gehst du nicht spazieren? Ich werde das Einkaufszentrum bewachen. Ich mag dich. Ehrgeizig und verantwortungsbewusst. Aber ein Norm wird hart trainiert, um den ständigen Stress durchzustehen.
Ich kann nicht einen Bürger gefährden, indem ich ihn in eine Gefahr bringe, in der nur ich bestehen kann. Bist du da sicher? Ich bin sicher. Nimm ein Abzeichen und störe mich nicht weiter. Was genau wäre denn eine gefährliche Situation, o Diener und Beschützer? Was würde dich dazu bringen, deinen Posten zu verlassen? Lass mich nachdenken. Wilde Tiere. Absolut wild. Rasende Monster. Oder wenn ich, nicht krank wäre. Du weißt schon, Schnupfen oder sowas. Nichts davon erscheint in dieser warmen, homogenisierten Einkaufsumgebung sehr wahrscheinlich, oder? Nein, ich glaube nicht. Okay, auf jeden Fall hat der Hund mit dem zu tun. Ich werde weiter gute Bürger wie dich beschützen. Was haben wir denn für ein Abzeichen bekommen? Hat doch gesagt, nimm mal ein Abzeichen. Was für ein hohes Band. Es muss zu einem der Tests gehören, den Streckenmarkierungen nachzuurteilen. Nimm die Ratte raus. Die Ratte ist immer die erste Option. Das wäre zu einfach. Die sind von der anderen Seite verschlossen. Was haben wir denn hier? Disco Lala. Hey, ich bin Kent. Ich kenne keinen Kent. Aber sicher, Heather hat gesagt. Ja? Was hat sie dir gesagt? Ach ja, wenn ich das Alphabet ändern könnte, würde ich U und I zusammentun. Ah ja, hört sich gut an. Ich bin Brian, was willst du? Brian? Nenn mich nicht so, Kent. Brian ist der Name. Wie der Film, aber anders. Tut mir leid. Der Norm will nicht von der Skulptur weg. Warum versuchst du nicht, ihn abzulenken? Wenn du diesen Trottel nicht reinlegen kannst, kannst du auch nicht in die Gruppe. Und wenn du nicht in die Gruppe kannst, dann muss ich dir leider den Mund zunähen. Ablenken? Okay. Was weißt du über die subversive Gruppe, Bry? Nichts, was du jetzt wissen müsstest. Also halt den Mund und sei still, Kent. Du wirst mehr wissen, wenn du das Recht hast, mehr zu wissen. Weißt du, was ich meine? Ja, schon gut. Ich dachte, du wärst ein toller Megastar. Warum arbeitest du in einer Kippe wie dieser? Ich meine, nichts für ungut. Schon gut. Es ist meine Tarnung. So verdächtigen die Norms mich nicht. Und so kann ich Underground-Musik verbreiten. So wie deine? Ich würde gerne etwas hören. Später mal. Mach jetzt deine Arbeit. Bis später, Bry. Für dich, Brian, Canty. Ciao. Top 10 Chipshop Boys. Buns and Toasters. Die Flashing Pumpkins. Bon Tempi. Alter, was machst du da? Mute dich wenigstens, wenn du randalierst. PJ Barmy. Fleetwood Jack. Dusty Springleen. Swoop Noggy Nock. Und Ted Swanky. Die Stadt braucht mehr Rock'n'Roll, nicht diesen Müll. Sonderangebot. Eine CD von einer Ein-Mann-Klatschband. Toll. Ein Sonderangebot. Ein Sonderangebot. Ah, okay, schade. Ein Sonderangebot. Edles Stück. Ich dachte, die hätte Paul Nüsterlux auch verboten. Das geht nicht auf. Okay, Canty, hau ab und hilf dir selbst. Du hast keine Manieren, kein Verständnis und keine Freunde. Ja, Gitarrenhänger über die Axt an der Wand. Ich dachte, Telefone wären von Paul Nüsterlux verboten worden. Ich will niemanden anrufen. Verkaufsdaten. Jede Wette. Eine Liste mit jedem Lied jeder Gruppe der Stadt. Wo ist er denn, mein Liebling hier im... Ich bin hier. Einkaufszentrum. Das Schild ist überraschend aerodynamisch. Ich glaube, es würde fliegen.
sollen bellen, wenn ich klatsche. Geht aber nicht. Vielleicht hören sie schwer. Ein Frankenteufel. Oh, das Ding ist ja echt gruselig. Und warte mal. Zweite Wahl, gibst du mir ein schönes Zuhause? Eine Handpuppe aus Gummi. Entweder Ratten oder kleine Pferde. Schwer zu sagen. Das Design ist ein wenig, zweideutig. Voodoo, you do voodoo, kill. Diese Dinger sind cool. Rugged Ron, Super Combat Action Figure. Boah, die sind limitiert. Nimm eine mit. Der ist ja auch mal geil. Das ist echt cool. Echt finster. Hallo, Miss. Arbeitest du gern hier? Was machen wir jetzt? Sag schon, was macht ihr jetzt? Hörst du mir zu? Gute Fanggründe. Nimm deine Köder und raus mit der Leine. Du bist ja vollkommen durchgeknallt. Du bist keine Hilfe. Tschüss. Wir haben Taschenmesser, spitze Stöcke. Aber sicher. Ich glaube halt nur, wenn wir hier durchlaufen, dann miep, miep, miep. Ja, das ist mir schon klar mit dem... Mit dem Pfiffi. Das kann ich nicht gebrauchen. Das geht nicht auf. Ja, brr, brr. Vielleicht müssen wir hier irgendwo noch den Alarm. Beleidige sie noch mehr. Die Türen gehen nicht auf. Die Türen gehen nicht auf. Ich gehe lieber zu Fuß. Hardhead, so, Schraubendreher. Ich komme einfach nicht dran. Du hast noch gerade aufgehoben. Was? Disco Lala. Guck mal, ob wir die Dinger hier irgendwie aufschrauben und ausschalten können. Bäh. Hier ist ein Videospiel. Ein Spiel im Spiel? Wo gibt's denn sowas? Womit soll ich es benutzen? Womit soll ich es benutzen? Ich sollte wirklich dafür bezahlen, aber es geht... Hey. So nicht. Leute wie dich will ich hier nicht haben. Raus. Ja. Das ist das Beste überhaupt. Ich feiere diesen scheiß Fisch so. Der Fisch sieht paranoid aus. Das will ich als GIF haben, als Hintergrundbild. Das habe ich früher oft gelesen. Tolle Artikel und gute Bilder. Sex Scandal. Alter, du siehst nicht gesund aus. Hey, was ist denn los? Hier sieht alles nicht gesund aus. Ich hasse diesen Ort. Ich wurde immer irgendwo anders. Schüchterner Fisch. Ist ja paranoid. Warum machst du nicht mal Pause? Ich kann nicht. Ich werde gefeuert. Ich hasse meinen Job. Warum suchst du dir nicht einen anderen Job? Auf dem heutigen Arbeitsmarkt solltest du keine Probleme haben. Ich kann doch nicht. Ich bin eine wandelnde Wasserverschwendung. Ich kann ja nicht mal diesen Job richtig machen.
Aber was können wir jetzt klauen? Ein Tiefkühlessen. Hartz IV. Die liegen immer überall rum. Wer sammelt sie eigentlich ein? Sehr nett. Für eine Katze. Das geht nicht auf. Nein, danke. Der Kerl könnte mich sehen. Da transportiert man Waren drin. Weißt du, ich brauche keinen. Hinweis an unsere Kunden. Aufgrund behördlichen Drucks können wir unser bisherige Warengebot nicht mehr erhalten. Okay. Das Zeug ist kalt und hart und rutschig. Okay. Was sollen wir jetzt damit? Alter, sag mal, bist du nur am Fressen? Wer ist am Fressen? Du! Das klingt so nach irgendwas Papier auspacken und sich in den Rachen schieben. Nein. No. Entweder Ratten oder kleine Pferde. Schwer zu sagen, passt perfekt. Es ist sicher eine Ratte, glaube ich. Wahrscheinlich die schlechteste Erfindung, seit es Musik gibt. Ich sollte wirklich dafür bezahlen. Aber es geht im Moment einfach nicht. Hey, sie sollen bellen, wenn ich klatsche. Geht aber nicht. Vielleicht, hey, sie sollen bellen, wenn ich klatsche. Geht aber nicht. Vielleicht hören sie schwer. Hey, sie sollen bellen, wenn ich klatsche. Geht aber nicht. Hey, sie sollen bellen, wenn ich klatsche. Okay, den kann ich nicht mehr ablegen. Ich brauche es im Moment nicht. Ich meinte aber, dass man das bräuchte. Diese Dinger sind cool. Nein, danke. Vor allem, wie er da steht mit seinen X-Beinen. Ich frage mich, ob es ein fliegender Teppich ist. Er ist sehr schwer. So langweilig kann mir gar nicht sein. Das kann ich nicht gebrauchen. Das geht nicht auf. Ich rede wohl nur mit mir selbst. Eine von diesen lästigen Diebstahlsicherungen. Was ist das für ein Ding? So aerodynamisch wie ein Schuppen voll mit russischen Flugzeugteilen. Ich sehe hier keine Benutzungsmöglichkeit dafür. Ich kann keine gefrorenen Essen essen. Hey. So nicht. Leute wie dich will ich hier nicht haben. Scheppel. Naja, gehen wir zum TV-Sender. Willkommen bei RTL. Die kleinen Viecher haben eine ganz schöne Unordnung gemacht. Ich hab's. Es ist schmutzig. Oh, was machst du da? Ich muss in das Gebäude. Ich hab eine Wicht. Ich kenne dein Gesicht, Mobiliani. Und ich sehe kein Abzeichen. Ich bin neu und habe kein Abzeichen, aber ich habe eine wichtige Art. Wenn ich immer einen Ziegelstein bekommen würde, wenn ich diesen Satz höre, dann könnte ich eine Mauer zwischen dich und mich ziehen. Geh, solange du kannst. Ich habe ein Abzeichen. Ich vergaß das zu erwähnen, da ich ein wenig eingeschüchtert war. Eingeschüchtert? Ich war doch noch friedlich. Verschwinde, Kleiner. Oder ich
befördere dich an einen Ort, wo du nicht mehr wegkommst. So. Ich habe hier ein Geschenk, um mich für die Unannehmlichkeiten von vorhin zu entschuldigen. Danke, mein Sohn. Es ist gut zu wissen, dass eine grobe, unpersönliche und plumpe, unhöfliche Einstellung von der jüngeren Generation geschätzt wird. Danke. Ich liebe den Erfolg. Er kann einen mittelmäßigen Tag in eine güldene Erinnerung verwandeln, die noch über Generationen weitergetragen wird. Ich weiß noch, da hingen wir damals übelst fest, dass wir irgendwann mal rumgeklickt haben und ihm dann den Karton mit der Maus gegeben haben. Ist das bei Point & Click Adventures nicht immer so, dass man irgendwann nur noch wild herumklickt und irgendwann, oh, das hat irgendwas gemacht. Sicher ist es groß. Ich glaube, sie wollten mich beeindrucken, aber das hat nicht geklappt. Ich denke, er ist der Chef. Er sieht wie einer aus. Ich bin beschäftigt, verschwinde. Kuschel, grüß dich. Verzeihung. Kann ich Ihnen helfen? Ich soll dieses Video abliefern. Aha. Nun, das geht mich nichts an. Hier ist doch ein Fernsehsender, oder? Ja, aber Sie müssen das zum Studio bringen. Oh, okay. Entschuldigen Sie die Störung. Darf ich fragen, ob Sie schon was vorhaben, wenn dieses Spiel vorbei ist? Mein Freund würde das nicht wollen. Ich würde ihn vergessen. Mit mir macht es mehr Spaß. Mein 2,10 Meter großer Freund, der Bodybuilding macht sich das anders. Ah, ja. Vielleicht haben Sie recht. Kann ich mit Mr. Johnson sprechen? Haben Sie einen Termin? Nein, aber ich habe ein wichtiges Video. Ein Moment. Mr. Johnson, Sir? Was? Hier ist jemand, der Sie sprechen will. Soll kommen. Sie können jetzt gehen. Danke. Danke für Ihre Hilfe. Dafür bin ich ja da. Verzeihung, Mr. Johnson. Ich will ja nicht stören, aber... Was willst du? Ich bin sehr beschäftigt. Red schon, beeil dich. Naja, ich habe dieses Video, das heute gesendet werden soll. Was ist das? Wer schickt dich? Ich weiß nicht, was drauf ist. Die Anweisung kam von Mr. Nüsterlux persönlich. Ah, gut. Nun, ich bin beschäftigt. Bring das Band ins Studio. Hier, diese Karte wirst du brauchen. Danke, Sir. Verschwinde, ich bin sehr beschäftigt. Zigarre raucht sich nicht von alleine. Was zur Hölle? Geht nicht auf. Ich brauche wohl wirklich einen Ausweis. Der Typ sah aus wie ein Hamster. Ich brauche wohl wirklich einen Ausweis. Also. Hier ist doch gar kein Feuer. Verzeihen Sie, wenn ich störe. Wer sind Sie? Was geht dich das an? Ich arbeite und bin zu clever, um meine Zeit mit dir zu verschwenden. Nett. Was machen Sie da? Wonach sieht es denn aus? Ich repariere diesen Computer. Was dagegen? Nichts. Glaube ich. Sie sind keine große Hilfe. Das ist nicht mein Job. Lass mich in Ruhe. Die verdammte Tür. Hau ab! Ich bin viel zu wichtig, um mit dir zu reden. Alter. Erinnert mich an die Schule. Die Kaffeemaschinen da oben. Sehr ominös, aber ich bin sicher, dass es nur eine Kaffeemaschine ist. Sind die eigentlich immer so... Tja, die brauchen auch halt. Direkt an die Venen anschließen. Ich glaube, es ist ein Faxgerät. Aber es könnte auch ein Kopierer mit künstlicher Intelligenz sein. Yo, bring mich zu eurem Anführer. Bring mich zu eurem Leader. Langweilig. Computer sind doof.
weiß nicht, wie man tippt. Also warum sollte ich es jetzt lernen? Oh, eine dicke Zicke. Geht nicht auf. Ich brauche wohl wirklich einen Ausweis. Entschuldigung, ich bin beschäftigt. Okay, die Antwort ist nein. Hier irgendwas mopsen können oder so. Von hier? Von hier? Hier drin sind bestimmt wichtige Informationen. Vielleicht finde ich sogar die Nummer von Miss Lovely. Hau ab! Ich bin viel zu wichtig, um mit dir zu reden. Rühr. Aufgetautes, ekliges Essen. Okay, hat er direkt weggeworfen. Das ist eine coole Plastikkarte. Da ist ein kleines Logo. Ah! Wir haben die gekriegt, ohne es zu merken. Kontrollraum. Studio 1. Sesam, öffne dich! Hm. Ist das Trump? Alles ist Trump. Das ist ein Multikomfort-Spezial von Plüschhimmel. Der ideale Pferd für die ganze Familie. Man hat es gewusst. Sesam, öffne dich! Open Sesame! Hier ist echt cool. Man kann damit bestimmt abgefahrene Heimvideos drehen. Das Baby hat schon ein Video im Maul. Auf dem Rekorder steht VT1 drauf. Der Kram hier ist echt cool. Man kann damit bestimmt abgefahren. Der Kram hier ist echt cool. Man kann damit bestimmt abgefahrene Heimvideos. Das ist VT2. In dem ist kein Video drin. Ich habe Brians Video eingelegt. Jetzt muss ich es nur noch abspielen. Ich fasse es nicht an. Was soll ich denn mit dem Band hin? Das Baby wird Software gesteuert. Ein Standard-Schreibtischventilator. Ich will es nicht. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ist das Passwort. Wo steht's an der Klowand? Aber gerade getan, Loser. Verzeihen Sie, wenn ich störe. Hi,
ich habe ein Problem im Kontrollraum. Können Sie mir das Passwort für den Edit-Computer sagen? Was? Das kann ich dir doch nicht so einfach sagen. Warum? Ich bin für die Sendung verantwortlich. Würde ich es rausgeben, könnte man subversives Material senden. Dann hätte ich ein Problem. Ich bin nicht subversiv. Wo ist das Passwort? Ich habe es dicht an meinem Herzen. Du bist vielleicht nicht subversiv, aber du siehst komisch aus. Ich kann dir das Passwort nicht sagen. Ich? Komisch? Sie sind keine große Hilfe. Das ist nicht mein Job. Lass mich in Ruhe. Nee. Schneid ihn auf. Verzeihen Sie, wenn ich störe. Sie sind keine große Hilfe. Das ist nicht mein Job. Lass mich in Ruhe. Dreht sich mit, ja toll. Hau ab, ich bin viel zu wichtig, um mit dir zu reden. Na, in seinem Herzen. Ich hätte ja getippt, dass man hier irgendwie das auf dem Schild lesen kann, aber. Hey, starr mich nicht an. Was denkst du, was du da machst, du Clown? Du hast es schmutzig gemacht, nun mach es auch sauber. Sieht aus, als hätte er eine Kugel und keine Bohnen abbekommen. Ich werfe es weg und behalte den Ausweis. Lass mal eine Flasche Eistee besorgen, gerade halbwegs am Einratzen. Eieiei. Da steht ein Name. Ben Holland Elliott. Holland, was für ein Name. Sesam, öffne dich! Ha! Baby wird Software gesteuert. Ich fasse es nicht an. Was soll ich denn mit dem Band hin? Ich weiß nicht, wie man diesen Kram bedient. Ich weiß nicht, wie man diesen Kram bedient. Ah, jetzt. Das. Ah, Kommando. Ja, wo waren Sie an dem Tag, als Saul explodierte? Und das kommt am 5. des Monats. Hinüber zu Barbara. Und jetzt haben wir ein sehr wichtiges Video von der letzten Bestseller-Single von Brian DeLutch. Was für eine Fresse. Dein typischer TV-Moderator. Was denn sonst? Weil du merkst halt so richtig, von welchen Rocker der alles ein Abklatsch ist. Klasse, Ken. Wir haben Brian Tate gesehen. War fantastisch. Ist der nicht toll? Ich bin ein großer Fan. Als nächstes musst du die Skulptur im Einkaufszentrum anmalen. Es ist wichtig für meine Forschung. Das ist wichtig für meine Forschung, was? Ich habe Brian getroffen. Er ist
seltsam. Ja. Nicht sehr hilfreich. Boah, ja, er ist ein bisschen komisch. Er ist eben Künstler oder sowas. Scheinbar mag er keine neuen Mitglieder. Deswegen haben wir auch nur drei, um genau zu sein. Ihr wollt die Machthaber mit drei Leuten stürzen? Nun, wenn du mit deiner Aufgabe Erfolg hast, sind wir schon vier. Beeil dich. Morgen könnte schon Revolution sein. Morgen. Morgen, stimmt. Es sei denn, es ist nicht gerade Waschtag oder Brian hat einen Auftritt oder so. Brian macht eigentlich gar nichts. Er ist mehr ein spirituelles Mitglied der Gruppe. Er führt mit seinen Gedanken... Am Einkaufszentrum steht ein Norm. Mann, der Kerl ist ein richtiger Stachel im Sitzfleisch. Lass ihn ab, aber tu ihm nicht weh. Es gibt viele Möglichkeiten, diese Dummköpfe zu täuschen. Hey, mir fällt schon was ein. Man nennt mich nicht umsonst Kent Killerhirn Knutzen, weißt du? Aha. Deswegen haben wir dir auch die Möglichkeit gegeben, bei uns mitzumachen. Wisst ihr, was das ist? Ich habe heute schon eine Menge davon gefunden. Sie scheinen in den Möbeln versteckt zu sein. Ich habe in der Möbelfabrik zerquetschte Teile gesehen, die diesen ziemlich ähnlich sehen. Hast du eine Idee? Noch nicht, aber gib mir etwas Zeit und ich finde es heraus. Ich habe da so meine Vermutungen. Ich mache mich wieder an die Arbeit. Bis dann. Mach dich nützlich, Kent. Ich weiß, du kannst es. Viel Glück. Viel Glück, Kent. So. Ich glaube, gelbe Farbe haben wir dann hier. So, die Frage, wo wir die reinpacken. Ich habe nichts, wo ich dieses Zeug hineinstecken könnte. Brauchen wir wahrscheinlich noch irgendein Behältnis dafür. Vor allem ein Poller. Ein ganzer Poller auf der Länge. Das reicht doch nicht mal, um einen Dampfer festzumachen. Du musst es wissen. Ja? Du bist der Fischerei. Pach. Meine Eltern haben 89 bis, 3, bis 2016 eine eigene Yacht gehabt. Na, okay. Okay, ja, ja. Ja, 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 ja. Das ist, ja. Das könnte so klingen, als wüsstest du, wovon du dann redest. Deswegen. Apropos Eltern, meine Eltern sind auch weg momentan. Hier ist Sonntag. Ich glaube, es ist einfacher bei dir immer zu sagen, wann deine Eltern da sind. Ach, die sind eigentlich ziemlich häufig da. Außer wenn sie weg sind. Außer wenn sie weg sind. Oh, und ich bin erwachsen, ich kann kochen, ich weiß wie. Warum ich kann Tiere jagen. Auf dem heutigen Arbeitsmarkt solltest du keine. Ha, was? Ich kann doch nicht. Ich bin eine wandelnde Wasserverschwendung. Wie viel ist ein Knoten? Ein Knoten ist, glaube ich, 1,4 Kilometer oder so. Oder ist es eine Meile? Ich weiß es nicht mehr. Knoten ist eine Geschwindigkeit und keine Entfernung. Ja, genau, stimmt. Ja, dann war es eine Meile. Eine Meile ist 4 Kilometer. Zugefroren! Ich warte mal, wenn ich jetzt recht habe, dann finde ich... Ein Knoten müsste nämlich ein 20 Kilometer km/h sein. Ich hab's. 1,852 Kilometer pro Stunde. Das ist ja nicht viel. Nee, Mikrowelle kann man nicht benutzen. Benutzte tauende Nahrung. Das Essen ist aufgetaut und einfach nutzlos. Ah, okay, also mit hier rüberschleifen können wir das Zeug schon mal nicht. So müssen wir das wahrscheinlich ja irgendwo im Laden dann zubereiten. Hier gab es keinen Backofen oder Mikrowelle. Guck mal, da ist Brian. Brian. Ich hab einen.
Ich will ihn nicht werfen. Er könnte nützlich sein. Ich will ihn nicht werfen. Er könnte nützlich sein. Okay, jetzt werde ich wieder rausgeschmissen. Okay, das blockiert. Mal ein Gleiter mit einem Plüschhund zu kombinieren. Ah, das ist eine gute Idee. Geht gar nicht. Shepper. Es funktioniert, aber ich brauche wohl mehrere Hunde da draußen. Ich habe einen. Ich sollte wirklich dafür bezahlen, aber es geht im Moment. Es funktioniert, aber ich brauche wohl mehrere Hunde da draußen. Boah, wie oft müssen wir das denn jetzt machen? Ich sollte wirklich dafür bezahlen, aber es geht im Moment einfach nicht. Einige sorgenfreie Minuten später. Geil, alles leer gemacht. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie klatschen oder so. Was zur Hölle? Hallo? Hallo, mein Freund. Willst du Streichhölzer kaufen? Muss ich? Besorg mir einen Roman und diese tollen Streichhölzer gehören dir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, junger Mann. Da gehe ich nicht näher dran. Oh oh, keine Chance. Ich rede wohl nur mit mir selbst. Ja, wie starte ich denn jetzt den Hund? Oder müssen wir den Norm klatschen lassen? Verzeihung, Mr. Norm, Sir. Geh weg, Bürger. Ich darf nicht mit der Bevölkerung fraternisieren. Ich bin hier, um alle zu schützen. Was? Wie ganz allein? Überschätze nicht die Fähigkeiten eines Norm. Natürlich nicht. Ich brauche ihn als Ablenkung. Wenn ich ihn zum Bellen bringe, ich brauche ihn jetzt nicht. Das geht nicht auf. Ich rede wohl nur mit mir selbst. Ich kann es nicht gebrauchen. Es würde jedenfalls dreimal um mich herum gehen. Fische bitte nicht erschrecken. Ja, aber ich würde mal sagen, wenn ich so auf den Tacho gucke, denke ich mal, soll es dann für heute für Katgergisch TV wieder normal sein. Nächste Woche hast du spät, gell? Genau. Vorher noch mal einmal eben auf das Glas tippen. Mit der und dann begeht der Fisch Selbstmord. Er platzt einfach. Besser nicht. Ich will dem Fisch doch keine Angst einjagen. Ist in die Wand eingelassen. Der Fisch sieht paranoid aus. Dann würde ich sagen, haut mir, ist so halb am Einnicken hier, wie immer. Mann.
Wieder, wie immer, für euch eine Zahl zwischen 1 und 218. Apropos, ich habe eine neue Band am Start. Ab Freitag habe ich auch die Mucke von denen. Dann gibt es einen nerdigen, oh Gott, wie hieß die Musikrichtung? Stoner Rock. Aus Marburg. So, dann haut mal in die Tasten. Ich sollte speichern. Das solltest du tun, ja. Gott, er versteht echt auch, als hätte er irgendwo im Internet seinen eigenen Verschwörungstheorie-Blog. Hier können wir regeln. Okay, Herr, speichern. F9. Stream. Oh, Cluedo wird wie immer übergangen. Und ja, wir hauen jetzt noch rein von Corbion und hosten dann rüber zum Cluedo, weil ich sehe euch gerade, er ist live hier gegangen. Das ist mal ein Timing, ihr könnt fast meinen, es wäre abgesprochen, aber nur fast. Deswegen schaut beim Cluedo vorbei und lasst ihm auch ein bisschen Streaming-Liebe da. Dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Das ist der nostalgische Typ, dem gerade der Arm wehtut. Au. Jetzt mal weniger getippt und im Spiel aufgepasst. Ich bin Katka, ich bin spontan von der Rolle. Haut rein, schönes langes Wochenende. Und ja, lasst es euch gut gehen. Bis die Tage. Sonntag voraussichtlich wieder. Luffy. Schösen.